Danny für Smart Trading mit einem neuen Video. Heute mal ganz kurz will ich meine Meinung loswerden zu HTC, zum 1M9, zum neuen 1M9, zum Event, wie HTC sich präsentiert hat und so weiter und so fort. Und zwar fangen wir mal ganz vorne an. Und zwar, vor einem Monat kamen erste Fotos ans Tageslicht, die ein neues One-Smartphone von HTC gezeigt haben, das sehr, sehr stark dem One M8 aus 2014 ähnelte. Und ja, deshalb so ein bisschen enttäuschte. Auffällig war hinten die Kamera, die war neu oder verändert. Und der Powerbutton rückte von der Oberseite des Gerätes an die rechte Seite des Gerätes. Ansonsten sah es wirklich wie eine 1:1 Kopie des One M8 aus. Und wir dachten alle so, das kann HTC nicht bringen, oder? Und wir haben schnell gedacht so, na, die Fotos sind kein Fake, aber die Fotos zeigen einfach nur einen Prototyp, der im Gehäuse, quasi die neue Hardware im Gehäuse des alten Gerätes steckt. Weil das Gerät so an Provider rausging, dass sie vorher testen können und so ein Zeug. Das ist ja üblich. Aber nein, inzwischen hat sich herausgestellt, das One M9 sieht aus wie das One M8. Interessant ist, es gab ja damals diese Fotos vor über einem Monat. Dann deutlich später kam F-Leaks um die Ecke, der das One M8 uns geleakt hatte, das One M7. Und wir gingen davon aus, gut, wenn der uns jetzt ein Bild zeigt, so ein Render-Pick, was zumindest, ja, das One M9 zeigt oder widerspiegelt, muss ja kein originales Bild sein. Das war es in den letzten Jahren bei F-Leaks eh selten oder gar nicht der Fall. Er hat immer Bilder sich zusammenstellen lassen oder wie auch immer, die aber letztendlich das Design wiedergespiegelt haben, das tatsächliche Design des Gerätes. Und ja, wie gesagt, F-Leaks hat dann so ein Bild rausgehauen, wo wir ein One M9 und One M9 Max gesehen haben, mit einem richtig geilen Design, also komplette Glasfront, die Lautsprecher rücken jeweils an die Oberkante und Unterkante des Gerätes. Der typische schwarze Balken, Blackbar, Hashtag Blackbar ist schon ganz bekannt inzwischen. Der schwarze Balken mit dem HTC-Logo fällt weg, weil der letztendlich als Nutzer oder optisch halt als Platzverschwendung rüberkommt. Auch wenn darunter natürlich Technik liegt, sieht es halt nicht so schön aus. Und ja, da haben wir alle gedacht, geil, HTC baut richtig ein gutes neues Gerät. Sagen wir mal von der Front her, so ein bisschen wie Nexus 9. So, wie gesagt, komplett Glas. Und das sah ganz hübsch aus. Aber, und ja, irgendwann kam dann Cyberport um die Ecke, deutsche Online-Händler, und die haben, ich glaube, eine Woche jetzt vor dem Event, vor dem heutigen Event, das One M9 einfach mal veröffentlicht. Pressebilder, technische Daten und so weiter. Also die Katze war dann aus dem Sack und wir sind immer noch davon ausgegangen, das kann es dann nicht gewesen sein. Aus gutem Grund, denn nicht nur F-Leaks, der dann mit seinen Bildern an sich falsch lag, hatte ja versprochen, da kommt noch mehr. Also da kommt nicht nur das One M9, da kommt ein größeres Gerät noch dazu. Was weiß ich, mit 5,2, 5,5 oder 6 Zoll, ist ja wurscht. Und das soll die Überraschung sein. Und die soll über die Enttäuschung des One M9 so ein bisschen hinweg führen. Aber nicht nur F-Leaks hat das, so dargestellt. Auch andere Blogger und so, die ja meinten, sie wissen mehr, haben mir angekündigt, da kommt was. Und wir haben es jetzt, während ich das Video mache, 17.50 Uhr, also weit über eine Stunde nach dem Event von HTC, und es kam nichts. Es kam das One M9 und ja, so ein Fitness-Tracker und so eine Virtual-Reality-Brille. Aber das ist alles ziemlich boring und Standard inzwischen, Standardprogramm von jedem Hersteller. Es kam wirklich nur das One M9 und das One M9 bringt sowas von keine Veränderung mit. Also gut, die Rückseite ist sehr, sehr ähnlich dem One M8 und hat man einen neuen Rahmen gemacht, der so ein bisschen aufgesetzt wirkt quasi und eine andere Farbe hat. Also man hat zum Beispiel das silberne Modell mit so einem goldenen Rahmen drumherum. Das sieht ganz cool aus, das ist ein Designmerkmal, das hat man jetzt eingeführt und das gefällt mir richtig gut. Aber richtig hässlich ist nach wie vor die Frontseite. Diese riesen Lautsprechergitter, dann dieser schwarze Balken und generell ist viel Gehäuse, zu wenig Display an der Frontseite. Das Gerät wirkt halt nicht wirklich zeitgemäß. Also, das. Und es kam nichts von HTC und das nervt so richtig. Und man muss auch sagen, unabhängig davon, dass das One M9 sehr ideenlos aussieht, man hat auch nicht viel verändert. Also klar, mehr Arbeitsspeicher, neuerer Prozessor, die ganze typische Chose, eine bessere Kamera oder vermeintlich bessere Kamera, das wissen wir noch nicht, ist eine 20,7 Megapixel Kamera, die mit Saphir Glas oben geschützt ist, also auch nicht mehr so leicht verkratzen soll wie bei den Vorgängern. Das ist ja alles schön und gut, aber so im Prinzip hat man wirklich eine 1:1 Kopie rausgehauen. Und das Interessante ist, dass HTC das jetzt macht,
während andere Hersteller umschwenken, Samsung zum Beispiel, die erfinden sich im Prinzip neu. Wir wissen, wie das S6 oder S6 Edge aussehen wird, bevor es jetzt präsentiert wurde. Also ich drehe das Video noch, bevor das Samsung-Event ist, aber wir wissen ja, wie die Geräte aussehen inzwischen. Die haben natürlich das Designmerkmal, klar, Home-Button vorne drauf, okay. Aber ansonsten, die haben jetzt auf Metallrahmen umgeschwenkt, eine Glasrückseite gemacht. Es wirkt halt ganz, ganz anders als die Vorgänger und dadurch bringt Samsung so ein bisschen Pfeffer wieder rein. Müssen sie auch, denn die haben natürlich ordentlich an Credibility verloren im letzten Jahr. Und wo man merkt bei Samsung, wenn die weiter so gemacht hätten, wie sie es gemacht haben in den letzten Jahren, würden die wahrscheinlich im nächsten Jahr keine Flaggschiff oder in diesem Jahr keine Flaggschiff-Smartphones mehr verkaufen, weil die keiner mehr will. Und jetzt macht Samsung anders, weil sie gemerkt haben, oh, wir müssen was machen. Und lustigerweise HTC, die seit gefühlt 2 Jahren durchgängig in der Krise sind und jetzt erst langsam überhaupt wieder schwarze Zahlen schreiben, aber auch das jetzt nicht in großen, in höheren Sphären, sondern überhaupt erstmal so langsam aus der Krise wieder rauskommen, genau die machen so, wie es früher erfolgreich war, wie es heute scheinbar nicht mehr zu Erfolg führt, also das Gerät wirklich nur ganz wenig verbessern. Das finde ich ein bisschen schade und nervt mich, dass HTC diesen Weg geht und so ein bisschen ideenlos ist. Gerade die, die wirklich müssen, Samsung ist Marktführer bei Smartphones, die müssen nicht, Apple genauso, die müssen nicht machen, die müssen nichts machen. Oder, ja, die müssen schon, aber sie sind jetzt nicht so sehr gezwungen wie ein Konzern, der vor 3-4 Monaten noch rote Zahlen geschrieben hat und in Marktanteillisten gar nicht mehr auftaucht, weil sie so verloren haben in den letzten Jahren. Langsam und stetig. Und das ist sehr schade, dass HTC sich so wenig Mühe gibt. Und dann, wenn man das Event gesehen hat auch noch, dann ist es richtig enttäuschend, weil, ja, das war, keine Ahnung, wie lange ging das Event? 20 Minuten oder so? Man hat nicht viel über sich selbst geredet, was ja okay ist. Das machen ja viele Hersteller, um das auch ein bisschen zu strecken. HTC hat gar nicht jetzt groß gesagt, ja, wir sind so toll, wir sind so geil, weil sie wissen ganz genau, sie sind gerade derzeit nicht geil. Sie müssen kämpfen, um hier wieder einen Namen zu kriegen. Und aber dann kriegt das Flaggschiffgerät wirklich nur so ein paar Minuten. Weißt du, die labern über diese VR-Brille, die kein Schwein interessiert. Das wären 5 Leute, werden sich so eine VR-Brille kaufen, unabhängig davon, dass die VR-Brille erst Ende des Jahres für Endkunden erhältlich sein soll. Weißt du? Und dann gibt es dann diesen komischen Fitness-Tracker noch, der, ja, es ist ein Fitness-Tracker, der GPS, finde ich super, ich suche so ein Teil, aber das Gerät nach aktuellem Stand gar nicht für Europa vorgesehen und wo präsentiert HTC das Gerät in Europa? Toll, also keine Ahnung. Dann, und das, wie gesagt, das Flaggschiff des One M9 hat wenig Aufmerksamkeit bekommen, es wurde nur kurz bequatscht, kurz ein Video gezeigt, ein Foto gemacht und fertig. So, das war's. Also kurz 2, 3 kleine komische Produktvideos gezeigt und das war's dann schon. Also sehr enttäuschend. HTC hat sich selber schlecht verkauft, muss man sagen. Sie haben eine gute Show gehabt, einen guten Zeitpunkt für eine Show gehabt. Sonntagnachmittag 16.30 Uhr im Winter, da zieht man mehr Leute sicherlich vor die PCs, die interessiert sind, was kommt da. Und dann liefert man so eine langweilige Show ab. Sehr, sehr schade. Zudem war auch kein Hersteller gleichzeitig dran. Huawei war 2 Stunden vorher, Samsung war 2,5 Stunden danach erst. Keine Ahnung, man hat es nicht genutzt und dann ist das Gerät halt nicht kleiner. Die Ausbeute ist schlecht, was Display to Body Ratio angeht, habe ich schon gesagt. Das ist mies. Das Gerät ist nur ein ganz kleines Stück kürzer als das One M8. Es ist kaum weniger breit, es ist sogar ein bisschen dicker als vorher, wiegt nur 3 Gramm weniger. Also man hat null Fortschritt gebracht irgendwie, finde ich. Klar, mir gefällt das Design, bis auf die Frontseite gefällt mir das Design sehr gut. Aber es ist halt, zum Display sehr unkompakt. Man hat sonst keine Fortschritte gemacht. Oh, gut, Akku ist ein bisschen größer, das ist okay. Kamera wird wohl besser sein, aber ansonsten HTC, das kann sein, dass das nicht reicht. Schade. Aber wir werden sehen. Vielleicht kann man die Kosten, die man für Entwicklung gespart hat, in Marketing stecken. Und so wieder Geräte verkaufen. Jetzt habe ich hier fast 10 Minuten über das One M9 und über HTC geredet. Und daran merkt man ja, dass mir, klar, ich habe in den letzten Wochen viel abgeledert, weil mir das Gerät nicht insgesamt nicht gefällt oder ich zu wenig Fortschritt sehe bei HTC. Das hat aber einfach den Grund, dass mir der Hersteller sehr am Herzen liegt. Ich habe viele Geräte von denen gehabt, schon in Zeiten, da gab es noch kein Android. Also die MDAs und XDAs von HTC habe ich damals schon gehabt.
mir liegt am Hersteller HTC eigentlich was. Die waren oder sind nach wie vor eigentlich ganz cool, aber man hat das Gefühl, sie wissen, also dass wirklich die Spitze rund um Geschäftsführer Peter Chu, Chao, wie auch immer, nicht mehr weiß, was sie machen sollen. Und das ist schade. Gern eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare hier bei YouTube oder im Blog. Ich werde alles Wichtige noch hier unter dem Video auch verlinken und wir sehen uns dann, ja, wahrscheinlich morgen oder Dienstag oder so, da werde ich ein Video machen nochmal über alle MWC-Geräte, die vorgestellt wurden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Ciao.